So, hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, hier bei Minecraft. Da ist auch der Chris schon. Wir haben die Aufnahme, Leute, gewechselt. Ja, ihr zappelt doch nicht so. Ja, wir haben die Aufnahme, Perspektive gewechselt. Jetzt seht ihr auch mal nach den ersten, ja, ungefähr 50 Parts sind es jetzt, auch mal Minecraft aus meiner Sicht. Steht ja zuerst Chris aufgenommen, weiß nicht, wenn wir so weit kommen. Ja, werdet ihr die nächsten Parts, also ich glaube die nächsten zwei Parts einfach aus Chris' Sicht sehen wieder und dann wieder zwei aus meiner und dann wieder zwei aus meiner und immer und immer und immer so weiter. Ja, was wollten wir machen? Ich glaube, ich wollte zeigen, wie man einen tollen, in Anführungszeichen, ach ja, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Ich wollte zeigen, wie man einen tollen Booster baut. Ja, jetzt ist auch meine Spitzhacke schon kaputt gegangen und ich habe auch. Hier, ich hab noch eine. Kannst mir mal eben geben, wenn du eine unnötige hast. Danke dir. Jo. So. Und auch hier und auch hier. Ja, dann bauen wir einfach mal quer straight durch. So, seht ihr, Mist, da muss natürlich keiner hin. Da gehört wieder ein nach oben. Und nun musste ich hier mal in die Wand buddeln, leider. Oder muss ich mal in die Wand buddeln. Denn der Booster braucht ein klein bisschen Auslauf, sag ich mal. So. Alles klar. Jetzt können wir da einen hinsetzen und so. Zack und so. Und wenn er Auslauf haben soll, dann muss ich da noch mal einen reinbuddeln. So. So sieht's aus. Jetzt habe ich, ach Gott. Also, wie blöd ich doch bin. Das ist unglaublich. Warum? Die müssen nämlich beide, ach jetzt können wir da nicht bauen aus Erfahrung. Weil die sich sonst verketten würden. Die müssen. So, ja, jetzt schloss ich natürlich mit dem zusammen. Natürlich. So, jetzt haben wir aber fertig gebaut. So muss das Ganze dann aussehen. Dann kommt da noch ein Minecart rein. Dabei wird es dann auch belassen. Jetzt habe ich natürlich kein Minecart mehr. Werde mir aber hiervon eins nehmen. Und man kann sich jetzt hier getrost einfach hinsetzen, sein Minecart schnappen, sich da reinsetzen und fahren. Bei dir sieht das Ganze ein bisschen blöd aus. Bei uns kommt es ganz gut allerdings. Und wir fahren, fahren und fahren. Ich sollte zwischendurch auch einmal ein paar Minecart-Booster, ein paar neue einbauen. So, jetzt werde ich einfach mal ein bisschen die Strecke zurücklaufen. Man hat auch mal was gesehen, ne? Genau. So, und hiernach. Einfach mal zwei Löcher in die Erde gegraben und das Schienensystem kurz unterbrochen. Dann das Schienensystem wieder hergestellt. Und ein in die Wand gegraben. Nee. Ich muss ja drei in die Wand graben und auch drei hoch muss das Ganze sein. So. Ja, ach fuck, oh, du bist das. Ach du Scheiße. Oh, shit. Ich liebe diese Situation. Dann stehe ich mal kaum hinter ihn und schon. Oh, oh Gott, oh Scheiße. Ach du, ich hab. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Hast schon wieder gedacht, ein Zombie ist hinter dir oder was? Irgendwas, nur nicht du. Typisch. Jetzt Ist hab der ich mich. Monster überhaupt anfällt mir gerade ein? Ich glaube nicht, wir haben ja noch auf dem Server gespielt. Mag vielleicht ganz gut sein, dass wir noch die Monster noch nicht anhaben. Ich werde jetzt erstmal. Oder wir werden jetzt besser erstmal gesagt. Versteckter Höhleneingang. Ach so. Oh. Okay, da ist Lava. Nee, da möchte ich nicht hin. Okay, ich auch nicht. Okay, dann buddel ich mich hier nochmal mit Minecarts zu. Okay, wenn wir davon. Hier müssen wir mal irgendwas machen. Da. Da und da und da und da und da. Dann könnten wir jetzt hier nochmal einen hinsetzen. Ich mache das vorsichtshalber lieber mal, da sich die Minecart-Booster auch gerne mal abschwächen. Und jetzt habe ich keine Schienen mehr. Also, ich. Ich hab Boah. ne. Oh, nee, ich hab ja auch nur eine Schiene.
Egal, eine Schiene ist eine Schiene. Okay, Moment. Da. Danke dir. Jo, null Problem. So, dann kommt die dahin und wir buddeln uns eins, zwei und auch drei in die Wand. Ich laufe eben zurück und mache uns Schienen. Du Sicher. hast Cobblestone in der Hand. Jo, du Ja. kannst mal hier irgendwie mit Glas, wenn wir welches haben, Glas irgendwie was zubauen oder so. Ja, gut. Ja, jetzt brauchen wir Sticks, ne? Genau, wir brauchen Sticks. Ich habe sogar welche im Inventar, aber die reichen uns nicht. Ja, ich hab fast nix mentalisch. Jetzt habe ich wieder Sticks und baue uns einfach mal. Ach stimmt, es ging ja andersrum. Ach ja, wenn man lange keine Schienensysteme gebaut hat, ne? Genau. So, 32 tolle Schienen. Alter, ich muss dir mal was sagen. Ich bin gespannt. Was hat das jetzt mit Minecraft zu tun? Ja, ein Thema, was, also wo du nicht wirklich mitschnacken könntest, aber ich habe ja gesagt, dass ich heute den Boss gekriegt habe von FF13, den letzten Endboss. Ja. Und alles, was ich von Anfang bis komplett bis Ende gespielt habe, jetzt im privaten Spielstand, sehe ich gerade nur, dass mein Let's Play oberheftig werden wird. Aber das wird noch so anstrengend, noch so heftig. Also was da noch alles auf mich zukommt, vor allem allein der Endboss, weißt du nicht, wie heftig der ist. Ich habe gezittert, wo ich gegen den gekämpft habe. Ich habe einen Adrenalinschock bekommen. Ich habe Herzinfarkt, mein Herz war am Rasen. Okay. Ich probiere einfach mal die Minecraft-Stecker aus, während du. Und man sieht, dass die Minecraft-Booster sich selber resetten. Wie geht man überhaupt nochmal in einen Minecraft rein? Hab ich voll vergessen. Rechtsklick. Ach so, Rechtsklick, okay. Jetzt bastel ich hier nochmal ein paar Fackeln hin. Damit das nicht so unbeleuchtet aussieht. Und wir sind in unserem Keller und es ist Tag. Oh. Das ist gut, dann kann ich auch mal ein bisschen Holz schnackeln gehen. Hier, wenn ich. Ah, ich habe sogar eine Axt dabei. Boah, bin ich Pro. Und hier, ach Gott, das muss ich. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ich sehe, es kommt Arbeit auf uns zu. Wir brauchen Holz und mein provisorischer Drecksweg hier muss weg. Und da hinten der Kackstift auch. Ach du meine Güte. Ach komm, das lasse ich jetzt einfach mal so hier. Ach komm. Ach, ist mir egal. Da kann mich das Spiel mal gerne haben. Hier ist ein Höhlengang. Okay. Ja, nun können wir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, können wir unsere provisorisch angelegte Überführung auch wieder Butte machen. Das kannst du mal gern tun, wenn du möchtest. Jo, was denn so fangen? Unseren. Habe ich jetzt alles? Nee, habe ich doch nicht. Einfach mal an die Oberfläche laufen. Ja, klar. Ach Mist, da habe ich ein Holzstück Von vergessen. unserem Haus aus oder hier im normalen Höhlenausgang? Der normale Höhlenausgang. Okay. So. 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 Oh, ich kann mich noch erinnern an die ersten Aufnahmen in der Ach ja. Höhle. Ach du Oh, Gott. wie du mich hier zusammengeschissen hast. Die ganze Höhle ist mir auf den Kopf gestürzt. Nee, echt jetzt, wie du mich zusammengeschissen hast. Das war, Tut boah. mir leid. Das war übelst heftig, ey. Ich habe jemanden gehört, der sich verletzt hat. Das war ich. Okay. Klar. Wie du einfach meinen Sound hier hörst. Episch. Ja, es kommt vor. Apropos episch, mit Sound gefuchtelt. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen blind. Sag mir jetzt nicht, du findest den Weg wieder nicht. Ich finde den Weg wieder nicht irgendwie. Schon zu lange her.
bin jetzt diese Cobblestone-Strecke gelaufen, jetzt finde ich das nicht mehr und irgendwie bin ich jetzt nicht mehr da, wo ich sein sollte. Oder ich habe den falschen Weg gerade genommen, ich muss nochmal zurücklaufen. Lauf zurück zur Cobblestone-Strecke. Lauf die Okay, Cobblestone-Weg das zurück. war die falsche Strecke auch gewesen, das erklärt's natürlich. Also ich bin jetzt an der Cobblestone-Strecke. Ja, ich bin da jetzt auch. Ah, hier da. Ah, hier, ich bin noch nach oben gelaufen, das erklärt's. Freak. Jo, das erklärt's. Ja, kein Wunder, warum ich's nicht finden konnte. Ich habe ja schon so einen heftigen Cobblestone-Weg gemacht. Ah, fuck, Ja, warum ich gucke hab. ich in dich rein? Ach so, deswegen. Fuck. Warum gucke ich auf mich? Oh Gott. Und dann geht's hier lang. Ja, man kann sagen, wir haben hier eine heftig geile Höhle gefunden. Mist, ein zu früh. Und dann geht's hier lang. Oder auch nicht. Dann geht's hier lang oder auch nicht. Ah, hier, okay. Wieder eine Cobblestone-Treppe. Und dann ist hier um die Ecke. Ah, fuck, du. Ah! Oh. Jetzt geh auch! Los, geh! Oh. Da schubst er mich eiskalt runter, ich glaube nicht. Komm Oh. her, du! Mein Schwert soll deinen Popo spüren. Komm, los, los, hol Spitzhacke dir. soll dich kaputt Oh, spießen. nee, ich stehe nicht so auf spitzen Sachen in meinem Hintern. Lass mich in Ruhe. Ich mache es jetzt alles kaputt. Denn die provisorische Überführung können wir eigentlich vergessen. Wir haben ja jetzt unseren Weg, also würde ich sagen, hau du mal ohne Spitzhacke am besten. Einfach mal. Er tut sogar ohne Spitzhacke. Und wenn die Ja, ich Werks lerne aufhören. dazu. Ich merke schon. Ich holze einfach mal was ab. Und mach die Überführung kaputt, denn wir haben ja unseren Weg unterirdisch nun gebaut. Ja, genau. Da können wir jetzt auch einfach ein bisschen chillen. Mit Minecarts rumdüsen oder sonstiges. So. Oh, Wie das machen wird. wir das eigentlich generell? Was wollen wir jetzt eigentlich generell in den Parts noch so machen? Schöne Idee. Was wir machen wollen. Ich würde sagen, wir haben ja unsere Kompasse. Wir laufen gemeinsam mit Betten in der Hand einfach mal ein paar Kilos Meter in die Richtung, in irgendeine Richtung. Und ja, wenn wir irgendwas Nettes gefunden haben, so wie eine weitere Mega- oder Ultra-Höhle oder was auch immer, dann keine Ahnung, dann lassen wir uns dann nieder oder wir suchen uns einfach mal eine schöne Baugegend. Wir müssen jetzt auch mal von diesem eintönigen Wüstengehabe hier wegkommen und Na, sicher. auch mal irgendwie, ja, sagen wir mal, eine neue Baugegend finden und alles Mögliche halt, ne? Klar. Ich wurde dreimal angeschrieben auf Skype. What the fuck? Ach so. Ha, ich bin so unbeliebt, dass ich einfach gar nicht. Ach, ich bin so, ja doch, unbeliebt, dass ich Na, einfach. von Sven und Fabi, auf die habe ich gerade sowas von keinen Bock. Ja, die regen mich auch mittlerweile ein bisschen auf. Vor allem Fabi regt mich. Auch gestern hat er mich aufgeregt. Der hat gestern so einen Alarm gemacht. Wir haben gestern, glaube ich, Bum und Fabi und Sven ab und zu auch, haben, glaube ich, fast zu viel die ganze Zeit nur über ein Thema 3 Stunden oder so gelabert. Freaks. Zum Thema mit eigener Meinung und so. Ach Gott. Eigene Meinung ab dem. Oh Gott, ihr habt mit Fabi über eigene Meinung diskutiert. Ja, das. Ja, Das ist kannst du auch also. denken, wohin das Boah. hingeführt hat.